Ist Daniel Goldberg und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Da wir gerade von Skywalker sprechen, ne? Boah, sieht da gut aus, ne? wir spielen hier weiter freies Spiel von. Ja, darauf habe ich gewartet. Milch. Ah, okay. Also, wir sind hier auf Dagobah. Wir sind auf Dagobah. Wir sind auf Dagobah. Boom. Naja. Ah, ich habe vergessen, dass ich noch. Wenn ich das noch angeschaltet hatte. Ja, wir sind hier auf Dagobah. Wir sind im freien Spiel. Wir versuchen noch ein paar Steinchen und so einzusammeln, ne? Und ja, erstmal haben wir Bespin ein bisschen gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, mach mal einen kleinen Tapetenwechsel und gehen wir mal hier auf Dagobah, ne? Und weiß nicht, ich bin hier immer gestolpert. Ich weiß nicht. Ach, er macht die ganze Zeit. Stimmt, er macht die ganze Zeit Geräusch. Krass. So, ich bin hierüber gestolpert. Ich weiß nicht genau, was es hier mit auf sich hat, aber. Ah. Okay, keine Ahnung. Ich habe da oben noch was gesehen. Hat das vielleicht irgendwie was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich brauche dafür eine Person, die sich hier Endhaken-Mister dran packen kann. Weil das sah nämlich so aus, als könnte ich da vielleicht irgendwas operieren. Okay. Muss ich hier was mit ihm machen? So, es sind vier Leuchten. Hat das was zu bedeuten? Vier Leuchten und diese Schere, ne? Gucken wir mal. Oder sehe ich ein Schiff, habe ich gerade gesehen. So, ja, guck mal hier sind so verschiedene Flammen, alles klar. Das heißt, ich muss das hier richtig machen, ne? Alles klar. Gonk. Also, ich muss die anderen Dinger noch finden. So, da sehe ich ein Schiff. Da komme ich doch locker hin. Singt und stinkt. Okay, das war ziemlich einfach. B-Flügel Sternjäger. Was ist das für ein Ding? Das sieht so komisch aus. Das sah so auf den ersten Blick irgendwie so aus wie hier von Jedi. Die Mantis. Aber war es nicht gut. Ja, hier haben wir noch eine. Ja, hier haben wir auch 50%. Bei Bespin hatten wir auch 50% letztens, wenn ich mich nicht irre. Also, okay. Ja, wir schauen uns hier um. Wir versuchen hier noch so viel wie möglich hier. Da sehe ich solche Dinger. Sind das, ist das Rätsel hier oder ist das. Nee. Guck mal, jetzt auch so eins hier. Eins ist V. Test 417. Neue Formel zeigt schnelles Wachstum bei Einwirkung von auf lokale Pilze. Okay, eins ist V. Eins V. Alles klar, da oben sehe ich auch noch eins. Weder da ist auch ein Licht. Da sind zwei Lichter. Zwei ist. Also nicht, was das für eine Form ist. Ein kleines Quadrat. Also V, dann Quadrat und dann kann ich eigentlich ausprobieren, was der dritte ist, ne? V, Quadrat, was auch immer. So, jetzt muss ich nur noch. Jetzt muss ich nur noch jetzt Rätsel wieder finden, ne? Okay. Das sieht aus wie Pigment. Da ist dieses Schiff, wo man immer die Materialien reinpacken muss vom Pigment. So, wenn ich jetzt das Rätsel noch mal wieder finden könnte, wäre so toll, ne? Jetzt hat glaube ich, ne? Ja. So, boah.
Dann gehen wir mal da rein, ne? So. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Ja. Nicht versuchen, tun. Da ist der Teil, da ist der zweite. Das ist richtig, ne? So. Ich glaube immer die falsche Richtung, glaube ich, ne? So, und dann muss ich halt noch gucken, was hier übrig ist, ne? Also eins davon muss ja richtig sein, ne? Das hier, ne? Ja. Wow, das ist fantastisch. Ja, und so einfach. Im Einklang mit der Mord. Cool. So, was haben wir hier noch? Wo ist das? Das habe ich gerade kaputt gemacht, der Teil. Mich dazu irgendwas zusammenbauen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Boah, ich. Okay, da haben wir irgendwas. Lass mich mal da dran schießen. Ich hab's vergessen. Ja, klappt schon mal nicht. Okay. Ich habe übrigens mal irgendwie die eine Level mit Darth Vader noch mal gemacht, ne? So in 10 Minuten, ne? War gar nicht so schwer, ne? Und ja, auch in den Cutscenes haben die ganzen auch in den Cutscenes haben die die Baguette-Schwerter und diese Pew Pew Geräusche und so. Das ist ziemlich lustig. Man packt das nicht für dich. Ich höre die ganze Zeit so. So, ich habe das Gefühl, ich muss da hoch. Und dann was? Das ist eine Liane. Das ist auch eine Liane. Nein. Oh, ich habe die schon. So, da will ich hoch. So. Wir sitzen mein Gong-Droide schon hier. So, nun. Ah, guck mal hier. Okay. Das ist aber noch nicht offen, ne? Oh Gott. Okay. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt da mit 2 Charakteren irgendwie dran gehen oder so. Ich muss mich einfach nur fallen lassen, ne? So. Einmal da hoch bitte. Boing. Vergessene Pilzzucht. Und man war nicht gerade das, was ich gefunden habe hier, Gerücht. Für einen Tipp standen da, bitte schön. So. Dann scout mal weiter, ne? Sind da gar nicht mehr so viele übrig, ne? 2 Charaktere sind hier anscheinend irgendwo. Wie auch immer. So, da komme ich doch irgendwie hin, ne? Hier sehe ich ein paar Bauteile. Ups, oh, ich sehe schon. Eigentlich du, du. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin ein Jedi, wie mein Vater vor mir. Ich kann das jetzt. Okay. Warum glauben, dass das mir gehört? Okay, das war easy. Wenn wir ja schon wieder mit einem Part hier fertig mit der ganzen Geschichte. Oh, jetzt auch noch mal. Hier nehme ich an, weil da so ein Ding ist, ne?
Gonk. Oh nein. Nicht mal die Macht helfen. Verdammt. Nee, da werde ich nicht hinkommen. Nicht mal mit Django Fett, ne? Nicht mal für Geld. Nee, da komme ich nicht hin. So. Irgendwas noch hier hinter? Wie komme ich da hin? Hier. Ja, jetzt das letzte Ding. Ah ja, genau. Das habe ich schon gefunden, glaube ich. Ne, warte. Mich drauf ballern. Okay. Das einen Yodas Abfall. So, schon 10. Ja, schon gleich fertig hier mit den Sachen, die wir einsammeln können. Das ist ja chillig, ne? Schlecht wie ein Chilling. Boah. Das sieht aus, als wäre da irgendwie so ein Loch irgendwie. Als so verstopft wurde mit so mit dem Teil. Muss ich das irgendwie rausziehen? Das Ding tut immer wieder wie Spawn, also muss das doch irgendwas irgendwie für irgendwas sein, ne? Guck mal hier. Ups. Okay, noch war ein bisschen komisch. Was haben wir denn da? Das ist schon gleich fertig hier. So ein, der deine Luft, den kriege ich ja nicht, ne? Hier mal einige Sachen fehlen dann sowieso noch, ne? Weil ich noch nicht. Wir sollen ja auch Charaktere sein, aber ich habe noch keine Quest oder so, ne? So, der in der Luft ist der, den. Ah, da denke ich auch nicht. Den da oben kriege ich nicht, was da. Was ist da, du Schwein? Genau, dieses Pikmin-Ding hier. Okay. Ich spüre die Macht hier. Der alte Ben zu Exil gehen, ich werde müssen. Ach, das ist Yodas Schiff. Ah. Ich verstehe. Was ist das? Was mache ich hier mit? Hier drauf? Warte, wofür mache ich das hier? Muss irgendwas hier machen, ne? Also ich sage gegen, dass ich dein Schiff ja kaputt mache, oder Yoda? Okay. Als Yoda hätte ja jederzeit, ja, ne? Stimmt ja eigentlich, ne? Er dann die ganze Zeit irgendwie von verschwinden können, ne? Ich ja kaputt machen, ja. Müsste bestimmt hier oben dran packen, ne? Okay, dann kommt sie hoch, ne? Pass auf. Ne? Wo brauche ich dich? Ist mir aber hier nicht irgendwie was zum Bauen geben und dann kann ich damit nichts anfangen. Oder vielleicht doch. Miau. Oh nein, mein Paket hat Schnittwunden im Boden hinterlassen.
Kann ich das hier für irgendwas gebrauchen? Das ist weg. Ah, ich krieg das nicht da raus. Na gut, keine Ahnung, hier wird mir sowieso nichts angezeigt. Dann gehe ich halt wieder. Vielleicht kommt das hier end. So, drei Dinger. Zwei habe ich gesehen, die ich nicht mehr erreichen kann. Das kann ich nicht erreichen. Warte mal, ich sehe aber nur zwei. Das heißt, irgendwo hier drin muss eins sein. Da sehe ich nicht eine Figur. Hier ist noch was. Muss das? Gehen wir mal da rein. Wo? Na los, na los. Ach, die Höhle ist das. Hä? Mein Baguette kommt da nicht raus. Rätsel. Okay. Okay. Hier. Gehen wir mal aus dem Weg. Ah. Nee. Doch. Warum geht das hier nicht kaputt? Ich wollte nicht so ein Ding auf der anderen Seite ist, oder was? Ah, warte. Next. Ah, dadurch, alles klar. Boom. I'm the best. Okay. Okay. Eine komische Kamera gerade. Okay. Wo packe ich dich hin? Ich dachte, das ist aber Vader. Okay. Du musst ein bisschen tiefer, Kollege. Muss ich ein bisschen tiefer legen, ja. Das ist halt so ein komisches Geräusch. Also, oh. Okay, ich habe so das Gefühl, ich muss dich nicht da einpacken. Aber ich muss irgendwie das Ding hier drehen. Und seine Controller hat so ein bisschen vibriert, als ich da vorbeigefahren bin. Okay. Wo bräuchte ich? Was hat Ding hier für? Hier ist wieder der Eingang.
Hier? Nee. Den kann ich doch nicht so weit hier. Da muss ich einfach nur. Den kann ich nicht hier den ganzen Weg bewegen, oder? Ugh. Oder kann ich das? Okay, anscheinend kann ich so weit wie möglich. Wo hier? Hier? Aber da sieht's man ja auf der Karte, sehe ich gerade. Entschuldigung, ich nehme an, Loop bewegt sich halt mit, ne? Ah. So, und dich packen wir hier in, ne? Bonk. Das ist nur ein bisschen schade, immer wenn du irgendwie so ein spektakuläres, aufwendiges Puzzle machst, ne? Und du bekommst trotzdem nur einen Stein, ne? Manchmal liegen die einfach irgendwo so durch die Gegend, ne? Und dann hast du hier sowas. Hm. Also war so ein bisschen merkwürdig. So, was habe ich denn gerade aktiviert? Das hier. Ich weiß nicht, welchen ich hier aktiviert habe gerade. Den hingeschossen. Kann ich überhaupt das Ding noch drehen? Okay, nee. Da macht es ein bisschen einfacher, habe ich so ein Gefühl. Das Ding muss ich drehen. Dann drehen wir es. Ist ja, da war auch nirgendwo ausgerichtet. Also ja. Bam, da ist er. Mann, wie Vader so reflektieren und lernen. Ja. So, die dunkle Höhle. Dann nehme ich jetzt mal an, wir haben irgendwie alle Steinchen gesammelt, die wir ja rein, die wir ja freischalten können. Ne? Im Moment, ne? Irgendwo habe ich hier gerade noch was gesehen. Hier, das hier will ich noch gucken. Da gibt es eine Figur. Ich stehe voll auf Figuren. Und die anderen beiden, die kriege ich halt nicht, ne? Weil Schrottsammler. Ich habe immer noch nicht freigeschaltet, was man braucht, um irgendwie, weiß nicht, Schrottsammler zu benutzen. Keine Ahnung. Ah, gucken wir mal. So, warte mal hier. Hey. Ein Scout-Truppler. Das war eine Überraschung. Ich dachte schon, ich muss ganz alles hier versauern. Ich muss halt ganz allein hier versauern. Bist du auch hier abgestürzt? Wir könnten beste Absturzfreunde werden. BAFs. Wie alle guten BAFs sollten wir uns gegenseitig helfen, ein schönes neues Zuhause finden und uns auf dem Weg dorthin gegenseitig beschützen. Wollen wir? Klar, warum nicht? Super, allein würde ich es nie wagen, mich hier umzusehen. Zum Glück habe ich jetzt jemanden, der Feinde auf sich ziehen kann. Ich meine, mit dem ich Lieder singen kann und so. Episode 4, eine neue Behausung. Okay. Ich habe irgendwie eine Questreihe. Ich habe jetzt das hat erstmal eine. Ich glaube ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gegner. Ich da einfach so einen Machtstoß nach unten packen. Warte mal. Ja, mach ich gleich. Ist mein Paket schon wieder unsichtbar. Ich habe natürlich hier offscreen den Schaden von Lichtschwertern erhöht, ne? Mal deaktivieren, ne? Ist mein Lichtschwert schon wieder unsichtbar. Mein Baguette meine ich, Entschuldigung. Ich nehme nicht an, ich könnte das Ding erreichen, wenn ich da. Schau, ein Haus. Denkst du, es ist bewohnt? Sollen wir nachsehen? Nein, besser nicht. Was ist denn, wenn das bei neuer Nachbar wird und ich habe kein Einstandsgeschenk dabei? Suchen wir weiter. Da hätten wir noch ein Haus. Kannst du in den dunklen Ding da ja rummocken, wenn du Bock hast darauf. Mein Gott, der ist immun gegen meinen Machtschub.
Also dann vielleicht könnte ich mir aus diesem Schrott ein Haus bauen. Über die Flüssigkeit sieht gefährlich aus. Ich hasse Gefahr. Suchen wir weiter, BFs. Da gehen wir jetzt zu dem einen Ding hier mit der Treppe, die ich da gebaut habe. Und sehe ich jetzt auf einmal ihr Dinger. Ich habe hier die ganze Zeit noch nichts gesehen. Was ist das für ein Nebenort hier? Sieht irgendwie cool und geheimnisvoll aus. Als gäbe es ja ein cooles Geheimnis. Aber vielleicht nicht der ideale Wohnort. Suchen wir weiter. Darf sonst an. Gehen so was von zu dem, oder wir gehen zur dunklen Höhle. Natürlich, ich weiß gar nicht, was ich hier will. Diese Höhle ist viel zu unleinig, als dass ich hier wohnen würde, nicht mal für Geld. Bitte. Lass mich auf dir aufsitzen. Was schießt du da? Was ist da? Und dann fertig. Okay. Weiter geht's. Knopf wieder aufsitzen. Nee, schade. Ja, weiß, ich bin direkt hinter dir, Kollege. Such nach deiner neuen Bude. Das hier scheint perfekt zu sein. Fast zu perfekt. Hast du das gehört? Nein, da kommt was. Rette mich, BAF. Was kommt hier? Wow. Was zum? Ah. Was sind da für Todesgeräusche? Was sind da für Todesgeräusche? Oh! Ein wahrer Jedi. Sieht aus, als würde ich irgendwie Wurfsterne auf dem werfen. Mein Gott, Django. Was ist hier los? Was sind meine Waffen jetzt so gepackt? Sind wir kaputt? Hallo? 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 Alter, was zum? Alter, willst du mich auf den... Was ist ja gerade los mit dem Spiel? Oh mein Gott. Dann stellen wir die Dinger wieder ab. Außerdem machen die Soundeffekte irgendwie mehr Sinn, wenn die Lichtschwerter sind. So, jetzt haben wir es. Ich denke, jetzt ist perfekt. Abgeschieden, weg vom Wasser und einer der wenigen Orte, an denen uns nicht sofort irgendein Monster angegriffen hat. Ja, das nehme ich. Wo ist der Mietvertrag? Ich unterschreibe sofort. Halt, was rede ich da? Meine Schaltkreise sind vom Absturz wohl noch ganz durcheinander. Danke, BF. Mach's gut. Yay. Cool. Gib mir mal einen Scout-Truppler. Spürtruppler. Cool. Kann auch Bananen. Mehr Bananen auch abstellen. Regenbogen-Effekte, die kann man noch machen. Nur noch auf Spuktopia unterwegs, wie? Ja, so habe ich diese Welt genannt. Und dass sie es scheinbar sonst jemand lebt, ist das mein gutes Recht, denke ich.
Na, jedenfalls könnte ich Hilfe dabei brauchen, Baumaterial für mein neues Zuhause finden. Wer könnte mir da besser helfen als mein bester Absturzfreund, richtig? Oh. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich habe dich einfach nur so angesprochen, ehrlich gesagt. Also was wir, als wir uns vorhin umsahen, sind mir Holz, Lianen und andere potenzielle Baumaterialien aufgefallen. Besorge mir doch bitte genug davon, um ein schönes Häuschen zu bauen. Danke. Schaffe, schaffe. Okay. Was ist das hier? Irgendwie war nicht Minecraft oder so. Boah, ich hab mal Bock, wieder so ein Survival-Game zu spielen, man. Ah, ich würde mal gerne irgendwie so, weil nicht so was spielen wieder mit irgendjemanden, ne? Mit dem Vegas oder dem Master. Wir hatten halt irgendwie so Pech, wir haben irgendwie genau die Spiele irgendwie gespielt, die nicht so funktioniert haben, ne? Ark war irgendwie so mit ein paar Probleme irgendwie verbunden und ja. Weil er hat nicht so gelaufen, fand ich, weil halt so schwierig war. Weil wir irgendwie gar nicht von unserem Spawnpunkt wegkamen, ne? Und als ich mit dem Master hier Dings gespielt habe, The Forest, da haben wir irgendwie weil nicht ein paar Tage lang gespielt, ne? Aber danach wurden wir vollkommen zerstört. Also wir haben uns irgendwie nur die schwersten hier von diesen Spielen ausgesucht. Da gibt es definitiv noch eine Menge andere oder so, die man auch spielen könnte. Wahrscheinlich viel lustiger werden. Aber ja. Ich nehme an, ich habe jetzt beide irgendwie mehr oder weniger so damit abgeschreckt, ne? Ja, Ark hat nicht funktioniert, Forest hat nicht funktioniert, ne? Das heißt, alle anderen Survival-Spiele sind jetzt auch vorbei. Ich will mal gerne Raft spielen hier, wo man hier auf dem Floß ist und man muss hier irgendwie, weil ich muss seinen Floß erweitern und ausbauen und so. Das sieht ziemlich lustig aus, noch nicht so schwierig. Das ist der entscheidende Punkt, dass es nicht irgendwie so was Schwieriges ist wieder, was irgendwie uns voll zur Verzweiflung bringt. Ich mag eigentlich so Survival-Spiele. Ich mag eigentlich Minecraft. Ich würde auch gerne Minecraft spielen, aber ich kein Problem mit, ne? Minecraft ist also eins dieser Spiele, wenn du einmal wieder damit angefangen hast, dann kannst du nicht mehr aufhören, weil es so süchtig macht. Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal gespielt, ich habe mir auch gedacht, boah, was ist das für eine Kackgrafik und so, ne? Es ist ein Quadrat, das ist so langweilig, ne? Ich bin gar nicht hier in dem Gebiet, wo ich hier suchen musste, ich gerade. Aber wenn man es mal spielt, dann ist das wieder hier, weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Spiel irgendwie, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich da glaube ich so durchgehend so ein Jahr lang gespielt. Ich habe sogar glaube ich irgendwo noch meinen Server hier, meine Welt, die ich gemacht habe. Ich habe so eine gigantische Burg gebaut. Boah. Und ich bin nicht so gut im Bauen, ne? Also bei mir sieht ästhetisch in Minecraft nichts irgendwie vernünftig aus, ne? Da können einige Leute viel besser bauen, ne? Aber ich kompensiere damit, indem ich einfach irgendwie voll die riesigen Sachen baue, ne? Ich weiß, ich habe irgendwie angefangen mit so einem kleinen. Ich kann ja mal irgendwann, wenn ich dann nur irgendwo, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich habe dann nur irgendwo auf meinem PC meine Welt. Ich kann aber das so einen kleinen Rundgang machen, so was ich alles in Minecraft gebaut habe. Ich weiß, ich habe angefangen mit so einem kleinen Strandhäuschen, wo ich so ein Gewächshaus drum gebaut habe, ne, mit so Glas und so. Und dann habe ich davor noch so ein kleines Dörfchen gebaut mit so anderen Häusern und so, ne? Ich habe nicht unbedingt Dorfbewohner da eingeladen, weil das geht anscheinend auch, ne? Aber also es war einfach nur wegen der Ästhetik, ne? Ich wollte halt in den Glauben sein, dass ich irgendwie Nachbarn habe oder so, ne? Deswegen habe ich mir die gebaut. Ja, und die Häuschen, die waren alle irgendwie so, weiß ich nicht, so 5x5 oder so, 10x10, was relativ winzig ist. Das ist so normale Hausgröße in Minecraft, ne? Wo du genug Platz hast, ne? Aber dann habe ich mein großes Projekt hier angefangen. Da habe ich so eine riesige Burg gebaut. So irgendwie so 100 mal, ich glaube mal 50 mal 100 Blöcke oder so. Das Ding ist gigantisch. Das ist voll Overkill. So viel Platz brauche ich gar nicht. Da habe ich mir irgendwann so einen Thronraum gebaut und so. Wo sind die ganzen Dinger, die ich jetzt sammeln muss, ey? Lianen soll ich sammeln? Dann eins von diesen
Baumstämmen und so habe ich alles noch gar nicht gesammelt, sehe ich gerade. Ich finde das hier gar nicht. Oh mein Gott, und dann habe ich ist mir gerade nur so eingefallen. Ich muss mal irgendwann mein Minecraft-Ding hier suchen und das mal so zeigen, so einen Rundgang machen oder so. Ah, jetzt hatte ich keine, okay. Ach, okay. Ich konnte nur diese Dinger da finden, alles klar. Alles klar. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich mich so, weil ich von meinem Schloss halt irgendwie gelangweilt war, habe ich irgendwie noch so irgendwo anders gefangen, mal zu bauen. Da habe ich irgendwie in so einem Berg habe ich so ein Haus gebaut, so ein kleineres, also ein Wasserfall und so. Und da habe ich mich so in den Berg so reingebaut. Da war da so meine Mine, wo ich dann immer hier gemeint habe, ne? Dann habe ich irgendwie davor habe ich irgendwie nur so ein paar Häuser gebaut, ne, so eine Art Handelsdistrikt irgendwie. Das sieht alles ästhetikmäßig grottenschlecht aus, ne, aber für mich hat das genügt, ne. Dann habe ich irgendwie so eine riesige Schienenbahn hier von meinen Berghäuschen zu meinem Schloss gebaut. Also habe so eine riesige Bahn irgendwie gebaut mit so einer Schiene, wo mich halt mit einem Minecart irgendwie hin und her fahren konnte, dazwischen mein Schloss und mein Berghäuschen hier gefahren ist. Dann habe ich irgendwo so eine kleine Farm gebaut, die so im Boden war, irgendwie so einen kleinen Untergrundfarm. Ich glaube, da war's. Dann habe ich irgendwann angefangen, so eine Art Stadtmauer, um all das zu bauen. Ich habe es irgendwie so mit Mauern, ich weiß es nicht, wo er eigentlich voll unnötig ist, ne? Das ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwann invasiert werden von irgendwelchen Leuten von anderen Kontinenten oder so, ne? So eine riesige Mauer ist eigentlich überhaupt unnötig, aber ich mag das halt zu bauen. Und ja. Nee, ich habe da richtig Bock drauf. Wenn ich damit wieder irgendwie anfangen würde, dann würde ich da sowieso, würde ich definitiv wieder irgendwie stundenlang, wochenlang bauen irgendwie so, ne? Das ist irgendwie das Einzige, was ich mal gemacht habe. Ich habe jetzt nie wirklich irgendwie ich bin nie wirklich irgendwie so in den Minen gegangen. Ich habe nie wirklich irgendwie so den Enderdrachen oder irgendwie sowas besiegt, also der finale Boss, ne? Habe ich alles nie gemacht. Ich habe einfach immer nur Zeugs gesammelt, so Steine und Holz und so, und dann habe ich halt Sachen gebaut, nicht? Also nie wirklich irgendwie so, ich bin schon in den Minen gegangen, ne? Ein paar Diamanten braucht man ja hier hin und wieder. Aber die meiste Zeit habe ich eigentlich gebaut. Da hat mir schon Spaß genug gemacht. Auch wenn die Sachen, die ich gebaut habe, nicht so schön war, mir haben sie gefallen. So, alles klar, jetzt haben wir Zeug. So, ich habe jetzt auch nur angefangen, ja, von Minecraft zu reden, weil ja vor lange gedauert hat mit dem Suchen und so, ne? Spitze, damit kann man ein schönes Häuschen bauen. Und mit Mann meinte ich dich. So war es doch abgemacht, oder? So oder so. Wenn du schon hier bist, kannst du auch gleich anpacken. Dafür darfst auch du entscheiden, wie mein Häuschen aussehen soll. Was meinst du? Zelt, Turm, Häuschen. Häuschen. So hier auseinander bauen, ja. Also der Turm sieht irgendwie cool aus. Aua. Okay, das könnte mir gefallen. Willst du es so lassen? Ja. Ich liebe es, ein wahres Schloss. Passend, denn ich bin wohl der König dieser Welt, die ich entdeckt habe. R5D4, der erste von Spooktopia. Oh, das bekomme ich. Da komme ich Gänse mit laut. Natürlich vergesse ich beim Aufstieg in königlicher Würde nicht meinen treuen BAF, der von Anfang an meiner Seite war. Hier eine Kleinigkeit für dich, mein Untertan. Ich kann immer noch ändern.
So, boom. Gib. Er zu D zu. Ach, da ist der, den den Luke vorher kaufen wollte. Ne? Ja, komm. Okay. Ja, so sah meine Minecraft-Burg aus. Nein, die sah schon. Die war heftig groß. Boah, 92%. Na gut, gehen wir weg hier und gehen wir zu Bespin. Weil da ist noch eine Menge Zeugs, die wir nicht gefunden haben. So, zwei Steinchen sind ja noch, aber die kriege ich ja nicht, weil Schrottsammler, ne? Verstehe nicht, wie das irgendwie seit Part 1 immer noch ein Problem ist. Ich dachte, nachdem ich hier die Schrottsammler endlich hier bekommen habe, nachdem ich meinen ersten Schrottsammler bekommen habe, ist das Problem endlich mal gelöst, aber anscheinend nicht, ne? Man kommt doch wieder. Okay, hier sind immer noch eine Menge Ringe. Warte mal. Genau. Stimmt, die Soundeffekte waren ja voll komisch. So, da genau, da brauchte ich Schrottsammler, da kam ich nicht hin. So. Wo gehen wir noch hin? Da ist irgendwas. Suchen wir mal. Ah, guck mal. Ich sehe doch hier schon einen Weg, der dahin führt. Guck mal hier. Wilde Wolkenstadt. Glaube es. Es gehört dir. So, hier fehlen noch 8. Ein Fahrzeug, 3 Charaktere. Wir haben ja auch eine Menge Quests hier noch, ne? Ich sollte vielleicht mal eine davon aktivieren wieder. Bombenratten der Lüfte. Sind die schon erledigt? Ach, ich habe die noch nicht abgegeben. Boah. So, warte mal, er hier? Nee. Entschuldigt. Ich hab. Gerade die Blödtür. Tür. Oh. Einfach so. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Ja. Verdammt. Ich hab's versucht, aber die Macht ist. Ja, ist nicht gedacht, dass die Lösung direkt nebenan war. Okay. Die Tür hat sich geöffnet. Hey, seht euch das an. Hier scheint ja alles in Ordnung zu sein. Na, dann werde ich mal mit den Jungs ein wenig Gasball spielen gehen. Was bedeutet das? Meiner. Raffiniert, repariert. Wow. Wo ist das? Hm. Oh. 3 PO. Hätte man noch so öffnen können? Mein Gott. Okay, da ist irgendwo. Da muss ich auch irgendwo da reinkommen, ne? Da. Was hat denn für ein. Ich ja noch alles finde. Oh, hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Mal, das war einfach nur. Das war äußerst unangenehm. Okay. Gut. Ich sehe 3POs Fähigkeit. Finde ich irgendwie nicht so gut.
ich ganz ehrlich bin, ist ein bisschen nervig, nur so blöd zu machen, ja, den so auseinanderzunehmen. Ja, warte mal, am Ende des letzten Parts habe ich irgendwie, glaube ich. Oh. Ah, nee, da war ein Stein vorher, ne? Ja. Wo habe ich da so einen Gang irgendwie gesehen, ja, so. Und irgendwie hier in so einen weißen Gang reingehen konnte. So, was ist hier? Hat hier? Ist jemand da? Da kann ich auch nicht hin. Da kann ich auch nicht hin, ne? So, die Quest, mein Gott. Lass uns mal hier die ganzen Quests abklappern, ne? Mache ich im nächsten Part. Ich werde definitiv noch einen so ein Part hier aufnehmen, ne? Mit so Erkundung. So, Hallöchen, na? Was ist das hier? Ah, oh Mann, schon wieder so was. Du. Grüße. Allerdings erwarte ich nicht euch, sondern einen Kopfgeldjäger. Genießt den Aufenthalt in der Wolkenstadt. Okay. Ich lege vielerlei Dienste für Bauern Kalrissian, aber kaum einer ist so anspruchsvoll wie der als sein Koch, vor allem wenn es darum gilt, drei verschiedene Gerichte pro Woche zu kochen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es auf Bespin kaum essbare Tiere. Deshalb bitte ich euch, welche auf anderen Planeten zu jagen. Könnt ihr das tun? Aber da sicher doch. Das freut mich zu hören. Ich habe gehört, Wombraten-Eintopf soll überraschend gut sein, wenn die Ratten richtig gekocht werden. Könnt ihr mir Wombraten besorgen? Ihr findet sie in der Wüste auf Tatooine. 5 Stücke müssten für einen herzhaften Eintopf ausreichen. Wombraten der Lüfte. Ich dachte eigentlich, ich bin ja. Was sagt ihr? Ohne Tibanagas wäre die Galaxis ein völlig anderer Ort. Wollt ihr meine 3-stündige Präsentation über Tibanagas hören? Nein? Nein, ich will nicht hören, wie du Leute verlasst. Hier ist die Kurzversion. Es wird in Hyperantrieb verwendet. So. Spielverderber. Was sagt ihr? Muss ich eine Kombination ausfinden oder. Oh. 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 Willkommen bei den Raffinerie-Services der Wolkenstadt. Darf ich euch behilflich sein? Ich kann euch nur allgemeine Informationen. Ja, ist das nicht der für die Mission, die ich habe? Die Kombination der Lichtmatrix kenne ich nicht. Und hier drinnen ist auch ganz bestimmt nirgends ein Hinweis angebracht. Okay. Lass mich mal kurz gucken. Ja, doch gerade angegriffen, hat nichts gemacht. Einfach auseinandergebaut und dann ging es wieder. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Okay. Warum bist du denn schon hier? Deine Schicht beginnt erst in einer Stunde. Noch bin ich dafür zuständig, die Leute davon abzuhalten, das Problem der Lichtmatrix zu lösen. Wo ist ja ein Hinweis? Ein Hinweis. Auch hier. Er kann gar nicht so einen Sprung aufmachen. Okay, alles klar. Machen wir das. So, einmal hier so einer. 2, dann in der Mitte. Okay. 2 Mitte, oben Mitte 2, alles klar. Oben haben wir schon.
2 Mitte. Bing-Gong. Oh, da haben wir Sei 3 Pio. Aber kommen wir das Passwort für den einen Kollegen. Bitte sag ja. Schrank. Geil. Das ist das Passwort für Schrank. Cool. So, also wir sind ja ganz schön beschäftigt, ne, wenn wir ja so Tiere von anderen Planeten erledigen müssen, ne? Ich habe ja noch andere Quests. Mit die mal erstmal hier aus dem Weg räumen. Tech spannend. E3PO, ja, der schon wieder. Reden wir mal mit denen erstmal, damit das hier weg ist. Heute ist wohl mein Glückstag. Wenn euer Droidenkumpel eine technische Herausforderung sucht, soll er mal vorbeikommen und sich die Maschine ansehen, die ich gefunden habe. Erzähl mir mehr. Okay, boah, wo ist jetzt die eine Tür? Hier, war das hier direkt? Nee. Ja, hier habe ich schon letztens gesehen. Was ist hier? Bin ich hier schon runtergegangen? Ich glaube nicht. Okay, wir werden hier schon wieder ein bisschen gesidetrackt, aber was soll man machen? Oh Gott. Sieht so heftig aus, wenn ein 3PO das macht. Er sich einfach nicht so bewegt. Das ist einfach nur die Schwerkraft, die er macht. So. Oh, warte, ich sehe es. Ah. Eingesteckt. Und eingesteckt. Schuss zu den Wolken. Ein Schlüssel zu den Wolken. Ups, weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich gedacht, er macht jetzt irgendwie so einen Rutschangriff. Ja, stimmt ja. So, 5 Dinger. Und irgendwo ist noch das Datenpad. Wo ist denn jetzt das eine Ding nochmal mit dem? Wo ist jetzt nochmal eine Ding mit dem? Wo war ich doch gerade drin, ey? Ich kann mich erinnern hier. Thrawn. Grand Admiral Thrawn. Gosh, dang it. Ja, aber das genau. So, ich hoffe, jetzt ist er auch. Das ist jetzt auch das mit Schrank. Ist das das? Ja, ne? Ich habe meine Spionagemission abgeschlossen, aber diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ich bin auch schon nachgelegt. Doch sagen, dass Rebellen den Protokolldruck gefunden haben. Oder den Prototyp-Hybriden. Hier drin hört man so schlecht. Ich wurde angewiesen, die Rebellen aus diesem Schrank heraus auszuspielen. Aber meine Tarnung flog auf und sie haben mich eingesperrt. Die Schuhe da drin stanken furchtbar. Hey, so einen habe ich auch noch. Meck gerade. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich muss versuchen, mich an das zu erinnern, was ich gehört habe. Wenn sie mich doch nur in den Stifteschrank gesperrt hätten. Okay, denk nach. Es reimte sich auf Protokolldruide. Prototypolide. Nein, das ist es nicht. Ja, was? Wohnung, Schrank. So, dann gehen wir zu den anderen Kollegen, ja, ne? Du, bring mich dorthin. Mega Goldbot aktiviert. Ah, der gelbe Blitz von Konoha. Ein seltenes und kompliziertes Gerät, sagt ihr? Genau das habe ich gesucht. Lasst uns keine Zeit verlieren. Hassa! Ist auch hier drauf reiten, Kollege? Guck mal, wie der abgeht. Die Vorstellung, mich mit diesem technologischen Giganten zu verbinden, läuft mir das Wasser im Speicher zusammen. Entweder das oder meine Recheneinheit ist defekt. Nein, du bist einfach nur geil. Eine imperiale Patrouille. Normalerweise
normalerweise lasst ihr mich in Ruhe. Aber versucht bitte kein unnötiges Aufsehen zu erregen. Alles klar. Was sind diese Todesschreie? Da werfe ich eine Granate rein. Sieht die ganze Zeit aus, als würde ich vorhin so am Hintern packen. So, oh Gott, ich hoffe, niemand merkt, dass ich mir gerade in die Hose geschissen habe. Alles klar, weiter geht's. Nein, nicht du. Du. Was geht's? Was geht's? Was? Hab ich das schon gesehen? Gut, das ist erledigt. Jetzt schnell zur Maschine. Sollten bei diesem Scharmützel meine Schnittstellen durcheinander geraten sein, werden wir ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Hey, ihr seid zurück. Hey. Mit eurem Droidenkumpel. Mit drei meiner Droidenkumpels. Was ist das besagte Ding? Könnt ihr es knacken? Das ist einfach nur Pac-Man oder so drauf. Es gibt kein Gerät in der Galaxis, das mein Pac-Span 1 Modul nicht entschlüsseln könnte. Hm. Wir nutzen die Technologie. Mal sehen. Da. Fertig. Schmeiß einfach den Schraubenzieher in den Bildschirm rein. Oh. Ist das Schokolade? Sieh einer an! Ihr habt es repariert! Und ich dachte schon, Benta-Snack-Automaten von Tatooine zu importieren, wäre eine blöde Idee gewesen. Was? Es war bloß ein Automat zur Ausgabe von Dörrfleisch? Oh, die Schande! Wenn die anderen Droiden davon hören, verbiegen sich ihre Schaltkreise vor Lachen. Ich werde es ihnen allen erzählen. Ihr dürft niemandem davon erzählen. Ich werde jeden davon erzählen. Im Gegenzug für euer Schweigen begleite ich euch. Vielleicht finden wir irgendwo ja eine echte Herausforderung für mich. Okay. Klar, warum nicht? Was ist das hier? Ich will noch mehr davon. Ich will noch mehr davon. Einfach muss ich ihn holen. Imperium entwickelt wurde aufgrund der einzigen Schnittstelle. Ich nehme mal, als einer von dem imperialen Druiden, ne? Ja, er ist von den, ich wollte jetzt auch Druiden sagen, von den Separatisten, ne? Oh. Ich dachte, er ist aber Schokolade. Mit oder mit ohne Nüssen? Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir schon wieder alles. Na, eigentlich nicht, ne? Wir können uns hier noch umschauen, ne? Wo ist das Datenpad hier? Irgendwas ist hier unten, sehe ich gerade. Hier unten. Kann man da runter? Ich bin da noch nie runtergegangen. Oh nein. Hallo? Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Druck. Ah. Was gibt es hier noch zu tun? Oh, der war aber schon, oder? Oder? So, ich habe die Dinger. Wofür sind die Dinger? Ich da rein. Wie komme ich da rein? Ich weiß es nicht. Warte. Ich dachte, da oben kann man den Coin. Oh, keine Ahnung. Was? Wo kommt denn der auf den Tisch?
Ah, guck mal, ich sehe es. Sneaky little guy. Clever girl. Ausgezeichnet. Mysteriöser Shopper. Okay, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ne, in der nächsten Folge kommen wir ja noch, weiß nicht. Oh hey, cool. Wie kommt man da auch? Ach ja, mit Schrottsammler. Hm. Weiß nicht, ob das da oben das Data Pack ist. Aber ja, wir haben noch einige Missionen, die wir machen können. Ne? Können wir uns auch noch mal umschauen. Oder soll ich? Ich glaube, ich mache nächstes Mal schon wieder Episode 5 weiter. Episode 6. Einfach nur. Damit, weil ich will halt irgendwie am meisten machen, nachdem wir die ganze Trilogie abgeschlossen haben. Ne. Wie steht es denn hier gerade so? 46. Ich bekomme so pro Part immer nur so ein paar Prozent. Obwohl ich weiß nicht, ob die meisten Punkte irgendwie auf Story-Fortschritt oder so kommen, ne? Aber ja. Okay, ich will jetzt einfach mal. Hey. Da war ich schon drin, ne? Nee, da ist aber noch ein Steinchen, sehe ich gerade. Ja, genau, da hat mir einer gefehlt. Ich weiß nicht, wo das ist. Nur ein. Ja, wisst ihr was? Wir machen in der nächsten Folge mit Episode 6 weiter, ne? Damit wir schon mal da anfangen können, ne? Ich glaube, da müssen wir sowieso, nach Tatooine, ne? Die Story fortzusetzen. Oh, ich merke gerade, kommen wir in Jabba's Palast. Da wird wahrscheinlich das nächste Gebiet sein, ne? Aber ja, okay. Ich würde sagen, wir haben hier schon relativ viel gefunden, ne? Und das meiste machen wir, wenn wir die Trilogie wieder abgeschlossen haben. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Episode 6 und beginnen schon mal die letzte Episode der Trilogie. Kriegen dann nach dem Plan? Ja, okay, cool. Finde ich gut, dass ihr alle zustimmt, ne? Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.